Ihr wollt wissen, wo der Quarzsand herkommt? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir haben beim letzten Mal ja geguckt, dass hier unten alles läuft. Wir haben ein bisschen unser Wasser da vorne beschleunigt. Jetzt fängt es gleich wieder an zu strahlen, genau. Da kommen jetzt ein paar mehr Kanister raus, hoffentlich. So nach und nach. Ja, da vorne. Wie sieht's da aus? Das scheint ja auch halbwegs vernünftig zu laufen. Wir gucken nochmal nach. Wie sieht denn das aus? Kriegst du genug Kanister? Nein. Also hier müssen noch mehr Kanister gebaut werden. Aber warum? Warum kriege ich zu wenig von den Eisenplatten? Eisenplatten habe ich doch auf. Was hätte ich gesagt? Das ist wieder ein Thema hier. 30 Eisenplatten brauchen wir. Und das 8-mal. 30 mal 8. 240 Platten. Jetzt fliegen wir da hinten hin. Das ist ja ganz doof gelegen. Alles schön am Strahlen hier. Weil das läuft erst optimal, wenn da wirklich genug ankommt. Und das andere, was wir heute noch vorhaben, ist aus dem Quarz wollen wir noch. Es sind so viele Platten, warum? Sag mal. Du mein Problem? Komm, da geht mir Überschuss hin. Das sieht ja schon direkt viel besser aus. Nur weil wir hatten eigentlich 260 oder so, also auf jeden Fall mehr als wir brauchten. So, dorthin. Auf einmal kommen deutlich mehr Platten hier an. Was war das denn? So, jetzt musst du hier langsam volllaufen. Das muss auch bis hinten gehen. Wie sieht das hier aus? Hier ist genug. Hier fehlt ein bisschen. Hier arbeitet wenigstens schon mal. Und du bist auch so langsam los. Muss ich ja jetzt nur hier volllaufen. Eigentlich sollte ja da hinten das alles. Ich könnte natürlich auch den einfach einmal voll machen mit Platten, dann hat sich das Thema schnell erledigt. Ne? Weil wir haben ja genug. Vielleicht welche im Inventar? Hier. Hör mal, eben schnell ist auch gut. Okay, das kann weg. Die braucht man definitiv. Okay. Wir behalten das im Blick. Damit hier mehr ankommt. Hier müsst auch so langsam mal. Das ist nämlich jetzt schon kritisch, wenn hier nichts ankommt. Okay, 100 Stück. Du musst also erst voll werden. Also es wird wohl mehr. Okay, du bist vollgelaufen. Jetzt bist du dran. Ja, das läuft auf jeden Fall. Gut. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um Quarz. Das heißt, ich muss einmal da unten in die Höhle rein. Die sind manchmal aus manchen Winkeln sind die echt schwer zu sehen. Also das meiste staut sich. Ganz so schlimm ist das nicht. Was schlimm ist, wenn sich das hier staut. Zumindest so staut, dass es nicht mehr weggeht.
Das wird nochmal eine Herausforderung, weil genau diese Quarzsand hier will ich machen. Da hinten. Ja, wir haben ja Quarz da anliegen. Das müssen wir direkt dann benutzen. Wie sieht's denn da aus? Da kommen jetzt auch ordentlich Fässer, die da lang gehen. Also wird auch verarbeitet. Uran sieht das ganz gut aus. So. Ihr seid voll. Ich habe hier auch eine schnelle Leitung. Das ist bis hinten hin. Muss ich erst einmal in die Höhle oder probieren, was ist? Ich glaube, wir probieren es erst. Jetzt ist nur die Frage, wo packe ich das hin? Gut wäre eigentlich, ziemlich genauso auf diese Höhe hier, oder beziehungsweise hier müsste das dann oben reingehen. Das heißt, eigentlich wäre da unten gut. Ohne Probleme kann ich hier zwei Stück hinsetzen. Wie viel machen die denn? Produktion. Konstruktor. Machen wir mal so. So. Ich kriege definitiv da noch einen hin, da noch einen hin und hier noch einen hin. Der steht scheiße. Also ohne Probleme kriege ich mehr als das. Jetzt schaffen wir. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Logistik. Bitte. Dahin. Da. Da setzen wir die vor. Und es kommen Fusionatoren dafür. Eins. Zwei. So, du machst mir Quarzsand. 37,5 pro Minute. Okay. Kopieren. Da rein. Da rein. Da rein. Und dort rein. Dann schnappen wir uns. Bändchen, Bändchen. Bändchen. Und Bändchen. Da geht der Spaß hin. Da geht der Spaß hin. Und da geht der Spaß hin. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Dahin. Ihr kommt so zusammen. Dann gehst du bitte dahin. Jetzt brauchen wir den Fusionator wieder, der geht nämlich dahin und du gehst dahin. Da kommt jetzt zack, 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 zack. Zwei. Hätten wir das. Und da das ja alles hier mit Quarz zu tun hat, wir Quarz nicht sowieso gesagt, das machen wir. Da muss ich jetzt aufpassen. Doch, machen wir. Packen wir mit da oben dran. Können wir nicht da oben dran packen? Aber erst den Kollegen. Von da aus geht einer dorthin. Da dran. Da dran.
Hier drei. Das ist nicht gut, ja. Bist du her? Hier zusammen. Und geht gemeinschaftlich. Da. So, das heißt, wir haben hier genug. Ihr seid fleißig am Arbeiten. Schön. Die kommen hier dazu. Genau. Jetzt müssen wir das. Wo packen wir es am besten hin? Das geht da an die Wand. Und dort vorne machen wir die Lücke zu, gehen hinten rum und dann an der Seite entlang. Genau. Das heißt, da kommt ein Förderlift hin und geht nach oben. Bam. Ups. Schief. Komm und schief gemacht, aber egal. So. Ich hätte mir gerne dorthin. Dann machen wir dich zu. Schnappen uns wieder das Förderband. Gehen damit hier hin. Das war der Grund, warum ich diese Ecke immer so gemieden habe. Okay. Da war was. Dorthin. Ding muss okay. Macht ja nichts. Nein, hier vorne muss ich hin. Du hast das gar nicht als Nebenprodukt, das ist ja praktisch. Wow, ist das autonom. Du gehst jetzt hier mit rein, hier. Ich hole mich immer schön raus. Ich jetzt, ich habe da 5 mal 37,5, ne? 5 mal 37,5. Das ist definitiv kein Problem für die Leitung. Es geht hier schön lang. Passt gut geworden. Das ist faszinierend. Das ist so schnell, dass es fast rückwärts aussieht. Okay, mach mal. Du läufst hier durch. Ist da nach unten, wenn es nach unten geht, kommt es entweder hier hoch oder da hinten. Oder da kommt es hoch, läuft schön da lang, so soll das sein, die Strahlung ist hoch. Wunderbar! Das funktioniert ja. So, und es geht bis ganz hinten, da kommt was an. Schön. Das heißt, du füllst dich gerade gut auf. Du machst dich gerade gut voll. Sind das 500er Kekse? Sind das 100er? 200er Kekse. Besser. Das läuft. Damit bin ich zufrieden. Das heißt, das hier wird ein bisschen beschleunigt. Da ist mir relativ egal, wie schnell das ist. Also hier hinten wäre wirklich unnütz oder unsinnig. Aber egal. Das ist halb so wild. Der haut die Dinger wieder raus. Die gehen, werden oben in Nukes verarbeitet. Super.
Das heißt, unser AKW, wie sieht es denn aus? Noch sehr schwach hier. Ja, ihr fangt auch langsam an, aber... Das ist bei dir. Dir fehlt immer noch Treffen. Aber von hinten? Ja, was? Ach nee, das könnte wahrscheinlich hier raus sein, ne? Ja. Aber es müsste jetzt schneller werden. Weil da oben mehr ankommt. Hier vorne liegen die ja schon an. Das heißt, füllen sich langsam auf. Sehr, sehr langsam. Was fehlt denn dafür? Das ist die untere Linie und die kommt von hier. Die machen halt 3 Stück. Alle 5 Minuten. Die sind halt untätig. Warum bist du untätig? Okay, Leute, bin ich jetzt blöd? Das stand doch gerade untätig, oder? Quarzoszillatoren sind da auch am Laufen. Also, ich verstehe noch nicht so ganz, warum die nicht sauber laufen. Alle Materialien sind voll da. Quarzoszillatoren sind die am meisten brauchen. Oder am längsten brauchen, um hier voll zu werden. Ich brauche 0,6 pro Minute und das über 10 Stück, also 6 pro Minute, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie sieht das eigentlich hier aus? Geht das Wasser? Da ist kein Restwasser drin, du hast zu wenig Uranabfall, was klar ist, weil die Kraftwerke noch nicht voll arbeiten. So, hier geht Quarz rein, hier werden Quarz aus Saturn gemacht. Das sind 8,75 pro Minute. Ah, die Dinger gehen auch hier rein, das erklärt es natürlich. Aber hier kommen auch noch welche von der Seite. 2. Also wir haben hier 2, da 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Sind 7. 7 mal 1,875, irgendwie sowas, 13, das ist auf jeden Fall mehr als die 6. Und für die Computer. Nee, was wird denn hier eigentlich gebaut? Funksteuereinheiten. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 mal. 5 mal 1,25. 5 mal 5 sind 6,25. Wir haben 13, irgendwas 5. Das passt doch. Also, ich glaube, einer wird hier wahrscheinlich umgetaktet sein. Ja, du bist runtergesetzt. Ich muss überlegen, ob ich den auch noch hochsetze, aber... Dann machen wir das. Machen wir ein bisschen mehr. Können wir überlegen, ob wir die Quarzproduktion noch mal ein bisschen anfeuern. Nicht, dass wir hier irgendwo was untertaktet haben. Du läufst auf 100%, du läufst auf 100% und du läufst auf 100%. Sehr gut. Das ist natürlich nicht nachgeguckt, wie viel ich brauche, aber
ein. Und im Zweifel kann ich hier einfach die E-Tank sprengen. Ja, komm ich mit klar. Alles sehr gut. Läuft das gerade so gut, dass der eine hier runterkommt, während der andere hochfährt? Ich meine, muss mal eben an. Der kommt voll an. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der andere leer oder voll weggefahren ist. Aber ich sehe, dass... Wow. Entschuldigung dafür. Das untere Band ist leer, okay. Okay, offensichtlich ist der hier schon mal leer und wir haben nur noch diesen Puffer. Jetzt geht das da rein. Das fühlt sich, im Moment sieht das sehr cartoonesk aus, finde ich. So wie die alten. Warum kriegst du das nicht da rein? Schalten ab, weil da ist ein Zug drin. Ja, okay. Alles gut, alles gut. Gucken wir erstmal eben. Ja, ich weiß, hohe Strahlung. Was haben wir denn hier? Du bist fast voll. Okay. Nur voll gemacht. Diesen. Ja, alles gut. Also an Uran mangelt es uns nicht. Mit den zwei Zügen wahrscheinlich könnte ich einen sogar auf dem Abstellgleis packen und es wird im Moment reichen. So, da drüben passiert auch genug. Also das sieht alles sehr gut aus. Wow. Ich wurde geblitzdingst. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Na toll, danke schön. Da kommt das Zeug rein. Und da wird die Produktion halt auch schneller, je schneller wir das Zeug abarbeiten. Oder je schneller die da hinten sind. Weil dann werden langsamer die voll. Weil das ist ja darauf ausgelegt, dass alle AKWs wirklich laufen. Bei dir aus? Ja, du hast ja auch schon gekriegt und bist dran. Okay. Apropos, haben wir hier gerade irgendwo einen Strommasten? Strommasten waren da irgendwo. Oder, ja gut, wir haben nur AKW, das ist auch genauso gut. Wie sieht's eigentlich aus? Ja, sehr stark geschwankt. Guck mal, der hat ja 18 drin. Da vorne sind welche, die sind komplett voll. Also. Da hätte ich wirklich mit den Dingensplittern arbeiten müssen. Dass die wirklich erst bei Rückstau anfangen. Dann hätten wir das zwar von hinten nach vorne machen können. Mit den ersten sind. Nicht programmierbar, die anderen. Intelligente. Weil dann hätte ich jedes Mal sagen können, ey, schmeiß das erst da rein, wenn ich bin fertig. Wobei, dann hätte sich da auch mal zwischen zwei aufgeteilt, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen sauberer und schneller gelaufen. Und hier sind jetzt drei schon am Laufen, hier zwei. Ich weiß nicht, warum die Reihe jetzt gerade da vorne so ein bisschen ausgelassen. Wobei, da sind auch zwei an. Drei an. Bisschen seltsam. Drei, zwei. Hier sind wieder 2. Ne, 1. 3, 2, 3, 1. 3. 4 oder 5 oder was weiß ich. Also, das ist alles noch ein bisschen wonky. Das macht aber nichts. So. Hier sieht's gut aus. Wie staut sich das hier zurück? Staut sich das bedenklich zurück? Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr gut. Ich verstehe immer noch nicht, warum der da hinten voll ist, die hier aber nicht. Aber das läuft optimal. Das hier ist vollkommen okay. Das da hinten geht ein bisschen im Kreis. Easy. Was sagen unsere... Also hier schon mal alles Wasser am Arbeiten. Was sagst du, wie viele hast du? Du baust dir gerade einen Vorrat auf. Okay, komme ich mit klar. Du auch, der ist klein, aber läuft. Moment, waren nur die letzten zwei, die den Vorrat brauchen? Okay. Wir haben 8x60 Container. 8x60, 480.
Wie viel produzierst du hier? Das sieht gut aus. Hier stehen sie alle. Was ist bei dir aus? Du hast schon 66 Blech drin. Du hast 64. Okay. Also das baut sich gerade auf. Dementsprechend baut sich das auf. Theoretisch müsste ich einen mehr hiervon machen, damit ich immer mehr Container habe, als da abgearbeitet werden. Aber im Moment, ich produziere 480, ich arbeite 480 ab. Alles easy. Und eigentlich ist der da ja, genauso wie dieser hier, etwas drüber, weil die müssten nur zu 75%, glaube ich, oder 57, irgendwas mit einer 5 und einer 7 war es, laufen. Da ich die aber voll laufen lasse, müsste ich mehr Wasser wegmachen, als kommt. Und die müssten mehr Container produzieren, als hier weggemacht werden können. Also, der hier darf ein bisschen wonky laufen. Am Ende. Perfekt. Okay. Jetzt noch irgendwo hinfahren macht keinen Sinn. Wir können ja schon mal eben das nächste Mal planen. Da würde ich sagen. Also wir haben jetzt hier Quarz hinzugefügt, dass der sauber durchläuft. Das heißt, unser Aluminium passt auch. Da kommt niemals so viel Quarzsand an, wie wir dort an Nebenprodukt haben. Das heißt, das läuft sauber durch. Das Zeug, das wir als Nebenprodukt haben, wird reingepackt, verarbeitet, muss ich nirgendwo mehr anstauen, weil ist angestaut. Das ist optimal. Müssen nur irgendwann. Nee, dafür haben wir doch. Das können wir nochmal eben nachgucken. Weil eigentlich. Jetzt sieht der hier wirklich sauber aus, ne? Wie es ankommt. Wie es da rauskommt. Schlimmstenfalls, hat man so ein bisschen Takt gemacht. Passt aber. Geht nach hinten hinweg. Ich meine. Hätte hier. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Das habe ich sogar noch aktiv. Das heißt, da hat sich das so weit zurückgestaut, dass hier was weg. Perfekt. Das wollte ich nur haben. Wenn da oben hinten alles voll ist und hier alles voll ist, soll es halt auf gar keinen Fall dazu kommen, dass die ihr Zeug nicht mehr loswerden. Hier ist immer noch schlimm genug, dass das Wasser nicht so hundertprozentig passt, aber auch da sieht es ja so aus, als würde ich immer alles Wasser loswerden. Dass dann irgendwie darum geht, ein Teil geht darum. Also, das sieht gut aus. So, dann machen wir uns beim nächsten Mal einfach auf den Weg. Was haben wir eigentlich bekommen? Okay. Machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg. Schauen noch mal nach, was wir denn jetzt schon an Nukes haben, und dann gehen wir hin und schauen, dass wir vielleicht unsere Dingsbums-Leitsysteme, Magnetleitsysteme in Ordnung bringen. Dass die noch ein bisschen schneller laufen. Ich meine, wir haben jetzt noch 1750 ungefähr, die wir brauchen. Wahrscheinlich ist es schon darauf zu warten, als das andere. Oder ich lasse das Spiel einfach mal zwischendurch laufen. Schauen wir. Beim nächsten Mal gucken wir einmal nach den Nukes und fliegen mal wieder Richtung Heimat. Ja. Wie sagen wir, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Äffchen. Tschüss.